Jetzt müssen wir noch mal gucken. Wo läuft der Schamane jetzt lang? Ja, der Schamane läuft überhaupt. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Gut. Und ich kann... Ey, jetzt sucht er sich den Scheißweg aus, oder was? Jetzt sucht er sich wieder den Weg aus, wo nichts geht? Ey, du Vollpfosten des Jahres, komm. Am liebsten wäre es mir, wenn ich den einfach in die Luft nehmen könnte und dann absetzen. So, hoch hinaus, wer da schon mal hinaus. Hinaus mit dir. Kannst du schon irgendwo hingehen? Nein, kannst du immer noch nicht, wa? Ach, jetzt geht wieder das los. Ich hab echt noch keinen Plan, wieso dieser Schamane so bekloppt im Kopf ist. Erst wird der Weg uns hier angezeigt. Ja, dann laufe ich doch hier einfach mal lang. Ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja, aber dann auf einmal sagt er sich, nee, das ist ja kürzer, wenn ich hier direkt durch den Berg laufen würde. Oh, so ein Proletentyp. Sag ich dazu. Ach Mann. Also jetzt weiß ich auch, was die in den Kritiken immer meinten, von wegen, manchmal denkt man sich bei diesem Spiel, da hat es mehr Glück als mit Verstand zu tun. Also echt. So. Dann rennt jetzt mal dorthin und versucht das hier wieder zu aktivieren und... Da, seht das hier, hier links, hier. Schamane läuft. So. Schamane läuft immer noch, Schamane läuft immer noch und. So, ich habe jetzt auch das Wasser schon stoppen lassen. Dass wir noch eine Minute Zeit haben, dass das echt schafft. So, dann können wir nämlich auch alles verschlingen hier. Nochmal ein bisschen. Komm, Sand. Ja, nein. Ja, unser Shaman King war auch bereits dort vor Ort. Wunderbar. Jetzt haben wir alle mit dem Ring, mit dem Wasserring, zum Abschirm gebracht. Scheiße, jetzt fällt mir erst gerade auf, dass wir hier hinten überhaupt rein müssen. Das ist ja auch kein Problem. Ja.
einfach läuft's, ne? Gut, aber jetzt versuchen wir noch die Botanik zu kriegen. Das ist jetzt meine Zielsetzung so. Dass wir die noch ein bisschen verbreitern. Denn genug Wasser ist ja jetzt hier. Ja. Genug Wasser ist ja da. So, wir sind. Aber es sieht doch geil aus, oder? Das muss auch krass sein. So, so muss ich Atlantis gefühlt haben. Das ist Atlantis. Ja, ich gehöre zu den dummen Menschen, die an Atlantis glauben. Oder hoffen, dass es die Atlanta gab, weil ich finde diesen Stoß einfach geil. So, jetzt versuchen wir hier auch die ganzen Steine mit Sand zu benetzen. Schade. Dass das alles schön grün wird. Dass wir hier nicht so einen richtig krassen Damm bauen können. Wir könnten es natürlich versuchen, erstmal hier so einen richtig schönen breiten Damm ins Zimmer. Und wenn der nämlich mit der Botanik da, mit diesen Bäumen und so weiter und so fort benetzt ist, dann hält er ja auch schon mehr aus. Dann, der Sand kann dann nicht mehr so weit, so schnell breit geschüttet werden. Aber das ist, sieht doch schon mal gut aus mit dem Sand hier. Hey, da haben wir auch noch einen Sinn. Durch das Kissen, ja, das kennen wir ja, das können wir ja mittlerweile. Zu Genüge. Der Text mit dem Schaman, dass er das Kissen der Bäume und das der Gräser vernommen hat und checkt, dass wir jetzt also langsam auf dem Weg unserer Ahnen sind. Der Alten, oder wie es immer auch heißen mag. Gut. Jo. Jo, Tiere haben wir auch angelockt. Super Sache. Was für Tiere? Ah, nur diese. Ah, nee, sie haben wir auch. Da, Shane. Shane, oh, die zwischen hier lang. Unsere Botanik kaputt machen. Pfeifen. Haben wir jetzt hier überhaupt schon was zur Springflut? Stammeserinnerung. Tiere hatten wir durchgelesen gehabt. Machen wir mal hier bei Vegetation. Die Palmen hatten wir schon. Machen wir mal hier die Korall. Die Stachelwurz. So. Nee, fangen wir erstmal mit der Korallenpflanze an. So. Normalerweise würde Feuer ein Tal verwüsten, aber eine dürre Pflanze hat es geschafft, sich in der Erde zu verstecken. Dort halten die Wurzeln den Odem des Feuers gefangen, der sie mit einer feuerfesten Schicht überzieht. Die Korallenpflanze wächst auf dem nackten Boden, aber verdrängt nicht die restlichen Vegetation. Sie wächst nicht auf Fels oder im Wasser. Feuer wird beim Kontakt mit der Pflanze gelöscht. Schön. So, Stachelwurz. Schließlich erschuf die Erde die Inseln, welche die See nach und nach abtrug, bis sie ganz zu verschwinden drohten. Und so schenkte das Leben der Erde die Stachelwurz. Die Pflanze bedeckt die Inseln wie ein Tuch, das den Angriffen des Meeres gewachsen war. Doch ist sie so verzweigt,
dass alle anderen Lebensformen zu ihren Gefangenen werden. Die Stachelwurz wächst auf den nackten Boden, aber verdrängt die restliche Vegetation nicht. Sie wächst nicht auf Fels oder Wasser. Das Feuer verzehrt sie, sie hält Menschen und Tiere gleichermaßen auf, ausgenommen den Zerstörer, der einfach hindurchtrampelt. Ah, gut zu wissen, gut zu wissen. Also das ist dann wirklich dieses komische Dörrkraut, würde ich jetzt mal so sagen, ne? So, hier können wir auch noch ein bisschen, setzen. Ja, so. Hauptsache Sand geschüttet, das fließt ja eh noch breit, das Zeug, ja. Der Sand verschwindet ja in diesem Spiel glücklicherweise nicht. So, erstmal aufschütten. Das Wasser wird da breit geschwemmt. Und hier haben wir auch nochmal ordentlich Fläche, mit der wir arbeiten können. Genau. So, go, go! Go, go, Vegetation, go, go! Haben wir doch gleich, oder? Ja. 100%. Ja, komm, jetzt muss die Vegetation erstmal ein bisschen Chance haben, sich zu verbreiten, ja, also... Gut, das ist echt schon hier, anfangen mit dem Wasser. Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu! Ich bin Greenpeace, schieb auch Wale zurück ins Wasser! Auch wenn es manchmal nur fette Menschen sind, aber nun gut. Das ist keine Sache, ja, das... Ich bin trotzdem so pflichtbewusst und ich mache das trotzdem, ja. Das Leben kommt nun mal aus dem Wasser. Das, da kann mir jeder sagen, was er will. Ich glaube nicht, dass man so ein großer Mensch zusammengebaut hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt hier und so, das ist Adam und ja, und das ist hier Eva und das ist Lilith, Junge. Nee, das glaube ich nicht, ja. Ihr glaubt, was er will. Das ist mir sowas von egal. Ich bin eher nicht so der Mensch, der andere aufgrund des Glaubens diskriminiert. So. Jetzt machen sie mir unsere Botanik kaputt, ja. Diese Viecher müssten auch weggeschwemmt werden. Das wäre ja nur gerecht. So, ich sag mal, wenn wir die Vegetation endlich fertig haben, dann können wir auch hier unsere Leute dorthin schicken. Ich glaube, dann werde ich mal eine Aufnahmepause machen. Das ist mir hier alles viel zu aufregend. Oh ja. Das ist so aufregend im Sinne von spannend, ja, also es ist wirklich nicht aufregend im Sinne von in Rage, sondern ich finde das jetzt hier echt sehr interessant, dieses Spielprinzip. Und ja, wir haben wieder ein neues Gebiet freigeschalten, also eine neue Stammeserinnerung mit Gebiete. So. Also ich wollte bloß damit sagen, ich bereue es noch nicht gesagt zu haben, dass es eins meiner, ein Spiel von meinen Lieblingspublishern ist und dass es dadurch sehr gut werden muss. Aber es scheint wirklich sehr gut zu sein. Also ich finde es super. Ich finde es echt super. Mal gucken. So, jetzt haben wir hier wieder bei Gebieten was Neues. Und zwar, okay, der Odem hatten wir, oder schon? Hatten wir schon mal gelesen gehabt, der Odem? Genau. Der Odem.
Ja, okay. Hier Springflut. Also das sind ja die Dinger, die wir ja immer bekommen, wenn wir das Gebiet vollständig abgeschlossen haben. Tut mir leid. Zu Anfang kannte diese Inselgruppe keine Gezeiten und die Alten ließen sich dort sorgenfrei nieder. Eines Tages schöpften sie mit Hilfe der Kraft des Wassers Wasser aus dem Meer, um die Vegetation zu stärken. Seither kehrt das Meer regelmäßig wieder, um sich zurückzuholen, was ihm genommen wurde. Mit Hilfe der Kräfte des Dorfes können die drei Quellen versiegelt und die Mitte des Landes trockengelegt werden. Dachte ich es mir auch schon. Aber okay, wir haben es nicht gemacht. Nun gut. Ist nun mal so. Die Alten haben es gemacht, wir nicht. Wir sind halt doof, ne? So sieht's aus. Spiel fortsetzen. Und hier drücken wir jetzt gleich mal Leertaste. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auf der nächsten Map. Das werde ich dann wahrscheinlich so hinkriegen, dass wir dann sagen, oh, willkommen zurück und so weiter und so fort. Also, hier mache ich erstmal einen Cut und damit bis dahin. Tschüss.